16:11. Arndt Schmidt scheiterte gegen Wiesenfranzosen bereits im Achtelfinale. Katja Pönsken konnte sich auch für den zweiten Lauf der Motorrad-Weltmeisterschaft qualifizieren. Die Aprilia-Pilotin erreichte in Welcome Südafrika in der 250 Kubikzentimeter-Klasse allerdings nur den 28. Startplatz. Für das beste deutsche Trainingsergebnis sorgte Klaus Nöles als 16. Schnellster war der Jiro Kato aus Japan. So, und wir sind in heftigen Vorbereitungen auf das Torwandschießen. Ottmar Hitzfeld ist schon ganz nervös, sage ich jetzt einfach mal. Na, Sie lachen, Sie müssen ja gleich schießen. Gucken uns mal schnell an, was Rudi Zerner vorbereitet hat für die Sportreportage für morgen kurz nach 5. Warum ist Leverkusens Lucio so erfolgreich und wie spielt Ahlen gegen Osnabrück in der zweiten Liga? Wie schlägt sich Magdeburg im Hinspiel des EHF-Pokalfinals? Wer kommt bei der DTM auf dem Hockenheimring am besten aus den Startlöchern? Und wer gewinnt das vierte Weltcuprennen der Saison? Antworten liefert wie immer die ZDF-Sportreportage um 10 nach 5. Und jetzt, bitte sehr, drei unten rechts, drei oben links. Dankeschön. Gutes Gelingen. Ja. Bin ich gerade dabei. Ja, der war schon sehr gut, aber das allein reicht ja nicht. Ein Anlauf. Und Ballwechseln. Ballwechseln, ja, natürlich. Ich finde es auch schön, dass Sie sich die Treffer für oben links aufgehoben haben. Das ist spektakulärer. Sie wissen, jetzt kriegen Sie schöne Sprüche von Ihren Stürmern dann, ne? Einen schaffe ich schon. Ah. Den klatschen wir jetzt rein. Ah. Ja, da. In der Nachspielzeit. Sagen wir mal in der Nachspielzeit. Und für alle unsere Gäste eine Grafik von unserem Kollegen Fritz bisher gestellt, als Erinnerung an Ihren Besuch im Sportstudio, für den ich mich sehr herzlich bedanke. Vielleicht schauen wir zusammen noch mal ganz kurz, was sich so getan hat in dieser Woche. Ein besonderer Anlass heute, die Königin von England feiert ihren 75. Geburtstag. Und ich weiß gar nicht, wie Ella Polalek drumherum eine Geschichte gestrickt hat, die wirklich zum Schmunzeln ist. Heute feiert die Queen ihren 75. Geburtstag und alle feiern mit. Alle? Es interessiert mich. Sowas von undankbar. Immerhin kam unser EM-Pokal aus den königlichen Händen. Interessiert mich nicht die Vergangenheit. Kannst du es denen auch mal übersetzen? Dann eben die Zukunft. Rauf, runter, es wird messerscharf gerechnet. Die Meisterschale im Visier. Muss man einfach 100% oder 120%? 120% oder 130% geben. Vielleicht 5% weniger Ehrgeiz. Nicht mehr bei 5, sondern bei 4,5%. Aber die paar Prozent fehlen dann. Donnerwetter, Respekt. Die 3, 1 im Sinn, minus Heimspiel. Liegen jetzt 3 Punkte hinter uns und wenn wir gewinnen, ja, dann haben wir 6 Punkte Vorsprung. 37 Punkte bedeutet was? Noch 3 zu wenig. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander hier. Jetzt frage ich einfach mal die Regie, weil ich verschiedene Auskünfte bekommen habe. Da war ein Künstler am Werk. Das ist ein Big Point, also ein wichtiger Big Point. Wir rechnen vorher grundsätzlich nicht mehr. Vorher rechnet, muss zweimal rechnen. Das berechnet sich meistens. Alle sind heiß auf den Titel. So heiß, dass sie zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Morgen gibt nur Herz-Taktik. Das ist, muss man mit Herz auf den Platz gehen. Mit mehr Herz? Um Gottes Willen, das... Das hat jeder gewusst, das war ein offenes Geheimnis. Es gab immer so Pärchen, wo es ganz besonders geknistert hat. Kann man sich gar nicht oft genug anschauen. Oliver Kahn hat die Szene nachher so beschrieben, er sagte... Dann mir wurde kurz schwarz vor Augen. Schade, dass der Sami Kufa einen rabenschwarzen Tag hat. Ich denke, das darf nicht mehr passieren, ansonsten wird man da Konsequenzen ziehen. Wir waren verkauft. Ja, aber die Bundesliga interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Die Royals sind amüsiert, aber die sind in letzter Zeit für jeden Wahnsinn zu haben. In England herrscht ja schon ein gewisses, also vielleicht nicht Inzucht, aber internes Treiben. Das interessiert mich heute nicht. Das interessiert mich morgen auch nicht. Das interessiert mich am Donnerstag auch nicht.
Schmunzeleien zusammengestellt von Ella Polalek. So 16,5 Minuten vor Mitternacht, also vor dem Sonntag, kann man das ja fragen. Haben Sie immer noch so ein intensives Verhältnis zur Kirche? Beten Sie nach wie vor so regelmäßig? Ja, ich bin katholisch erzogen und war früher öfters auch in der Kirche. Jetzt habe ich weniger Zeit, da wir meistens am Sonntag trainieren. Aber das tägliche Gebet gehört natürlich auch zu meinem Leben und ich möchte auch Gott danken, dass es mir sehr gut geht. Beten Sie dann einen festen Text oder einfach so, was Ihnen gerade einfällt? Ja, teilweise auch alte Gebete und dann auch wieder improvisiert. Und woher kriegen Sie dann die Kraft oder spüren Sie dann sowas wie Kraft oder Unterstützung? Ist es gut, dass da jemand ist? Ja, glaube ich schon, dass jemand über einem steht und dann auch in kritischen Situationen oder in schweren Zeiten hilft. Danke Ihnen für den Besuch im Sportstudio. Ihnen eine gute Nacht. Tschüss. Sie sahen das ZDF Sportstudio mit Obi. Tschüss, bis nächsten Samstag. Gerät. Kai hat sich abgerackert, um euch zu beweisen, was für ein toller Hecht er ist. Eine Liebe, die zerstört wird. Ich weiß selbst nicht mehr, wer ich bin. Ich will die Scheidung. Aber manche Gefühle sind stärker als Gewalt. Sie lieben ihn immer noch. Nicht ohne dich. Am Montag 20.15 Uhr im ZDF. Das große Gewinnspiel zu den Spielfilm-Highlights im ZDF mit TV-Spielfilm. Von Absolute Power bis Contact, von Batman und Robin bis Blood and Wine. Hollywood ist jetzt im zweiten. Super Highlights und Sie können dabei noch traumhafte Preise gewinnen. Wenn Sie die folgende Frage richtig beantworten. Welches Jubiläum feiern ZDF Montagskino und TV-Spielfilm? Fünfjähriges, zehnjähriges oder 20-jähriges? Zu gewinnen gibt's 10 Reisen für 2 Personen nach Los Angeles mit TUI. 250 Kinogutscheine für 2 Personen. 50 Jahresabonnements der TV-Spielfilm. Rufen Sie an unter 0190 25 25 25. Oder schreiben Sie eine Postkarte an das ZDF. Kennwort Montagskino. Hollywood ist jetzt im zweiten. Diesen Film sehen Sie mit freundlicher Unterstützung von TV-Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.